Du legst die Hand an die Säule leuchtenden Adras. Ein mattes, warmes Licht geht von der Oberfläche aus. Fühlt sich bei der Berührung aber kühl an. Nadelstiche tanzen an deinen Fingern entlang. Das fühlt sich unangenehm an, aber nicht schmerzhaft. Eine Frauenstimme kratzt sich fern und stockend hat in deinem Geist wieder. Finde deine Seele in ihm. Peering into the Audra's energy as you would peer into a soul. Its inner light is blinding, but as you become accustomed to it, you perceive the core of the Audra itself, a churning mass of millions of soul fragments. With a jolt, the energy reaches out to you. Du konzentrierst dich und spürst in die Energie des Adras, als würdest du in eine Seele spähen. Sein inneres Licht blendet dich, aber nachdem du dich daran gewöhnt hast, nimmst du den Kern des Adras selbst wahr, eine wirbelnde Masse von Millionen Seelenfragmenten. Mit einem Schlag streckt sich die Energie nach dir aus. The Angwithan ruin fragments around you, breaking into incoherent shapes and dissolving to dust, falling into an infinite well of dark gray vapor. Even the ground itself disintegrates into nothingness. All that remains is the murky expanse of the in-between. The Audra pillar. And a skein of golden threads rooted in the pillar that extend far off into the distance. Die Angwithan-Ruine um dich herum zerbricht in inkohärente Form, löst sich in Staub auf und fällt in einen unendlich tiefen Brunnen dunkelgrauen Rauchs. Sogar der Boden selbst löst sich in nichts auf. Übrig bleiben nur die trübe Weite des Zwischenreichs, die Adras-Säule und ein Strang goldener Fäden, die in der Säule verwurzelt sind und sich in weite Ferne erstrecken. You focus on the threads. You catch glimpses of memories, your memories, mingled among the memories of thousands of other captive souls. The filaments begin to cohere, rapidly twining into a golden cord. With a muffled crack, the cord ripples outward in a violent wave toward the endless distance. Du konzentrierst dich auf die Fäden. Du siehst Fetzen von Erinnerung, deine Erinnerung, die sich mit denen tausender anderer gefangener Seelen vermischen. Die dünnen Fäden beginnen sich zu verbinden und verflechten sich schnell zu einer goldenen Schnur. Mit einem gedämpften Krachen breitet sich das Seil in einer gewaltigen Welle in Richtung der endlosen Weite aus. The cord undulates over a space so vast that you lose sight of the wave before it finds its end. Then, a heavy creaking, like the sound of mountains shearing under their own weight, washes through the dull gloom of the in-between. A violent force yanks you along the cord at an incredible speed. The murk of the in-between warps erratically, as though you are observing it through an ill-ground lens. Das Seil wälzt sich über einen großen Raum, dass du die Welle aus den Augen. Das Seil wälzt sich über einen so großen Raum, dass du die Welle aus den Augen, bevor sie ihr Ende erreicht. Wahrscheinlich, dass du die Welle aus den Augen verlierst, bevor du sie ihr Ende erreicht. Dann hat ein donnerndes Krachen wie von unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechenden Bergen durch die dumpfe Finsternis des Zwischenreiches. Eine heftige Kraft reißt dich mit unglaublicher Geschwindigkeit entlang des Seils mit. Die Trübheit des Zwischenreichs verzerrt sich unregelmäßig, wie durch eine schlecht eingestellte Linse betrachtet. Just as quickly as you were pulled forward, you stop. Suspended below a massive figure of ancient carved Audra. Like all Audra, it glimmers with energy, but the souls and memories within it are not flowing down. They churn in a vortex that burns at the heart of the statue's mass in some invisible engine. So schnell wie du vorwärts gezogen wurdest, kommst du auch wieder zum Stillstand. Du hängst unter einer massiven Figur aus antiken geschnitzten Adra. Weder Adra schimmert dieser vor Energie, aber die Sehnen und Erinnerungen darin fließen nicht nach unten. Stattdessen wirbeln sie in einem Strudel, der im Herzen der Masse der Statue in einem unsichtbaren Motor brennt. It is Aethys. Es ist Aethys. Geh weg! The great golden cord terminates in his back, sending pulses of energy throughout his limbs as they move. He walks in long, slow strides toward a brilliant pillar of Audra far in the distance.
It shines even more brightly in the in-between than Aethys. Das große goldene Seil endet in seinem Rücken und sendet Energieimpulse durch seine sich bewegenden Glieder. Da fehlt ein T. Er schreitet in langen, langsamen Schritten auf eine strahlende Hände Adrasäule in der Ferne zu. Sie scheint im Zwischenreich sogar noch heller als Eotas. From within the teeming throng of souls, dozens of eyes look out to you. Through the cord, their collective anguish and despair push at the edge of your mind. Dutzende von Augen schauen dich aus dem dichten Gewühl der Seelen in seinem Inneren an. Durch das Seil dringen ihre gemeinschaftliche Angst und Verzweiflung an den Rand deines Bewusstseins. Help us! Their voices echo in your mind. Somewhere within their ranks, you can feel the presence of your own soul slumbering deeper in the gyre. Hilf uns, bitte, hilf uns. Ihre Stimmen hallen in deinem Geist wieder. Irgendwo unter ihnen spürst du deine eigene Seele, die tiefer in dem Wirbel schlummert. Nach den verlorenen Seelen greifen, die verlorene Seelen zur Seite schieben, um deine eigene Seele zu finden. Eotas halt. Aethys' stride slows and stops. His head slowly pivots, until its great burning eyes are cast back along the cord. As his gaze meets yours, you feel an overwhelming rush of incredible joy, mingled with profound sadness. You have sensed similar anguish in lost souls, but never with this intensity. A soothing voice drifts into your mind. Eotas wird langsam und bleibt stehen. Sein Kopf dreht sich langsam, bis seine großen brennenden Augen zurück entlang des Seils blicken. Als eure Blicke sich treffen, weilt unglaubliche Freude vermischt mit tiefer Traurigkeit in dir auf. Eine ähnliche Verzweiflung hast du in den verlorenen Seelen gespürt, aber nie in dieser Intensität. Eine beruhigende Stimme driftet in deine Gedanken. It takes great bravery to venture through the in-between, even for a watcher. A swell of admiration radiates out from the god's heart. A force so intense that it momentarily overwhelms you. Das Zwischenreich zu durchschreiten erfordert eine Menge Mut, selbst für einen Wächter. Eine Woge an Bewunderung breitet sich aus dem Herzen des Gottes aus, so kräftig, dass sie sich für einen Moment überwältigt. You do not need to follow me, for their sake or your own. Something beautiful is coming. Something that will save us all. A great light shines from Aethys' brow. So bright that even the souls within him flinch from the source, cowering in fear. Du musst mir nicht folgen, egal ob ihretwillen oder deinetwillen. Etwas Schöneres kommt, etwas, das uns alle retten wird. Ein gewaltiges Licht scheint aus Eotas Stirn heraus, so hält das selbst die Seelen in ihm vor der Quelle zurückweichen und sich angstvoll zusammenkauern. Through the glare, you see Aethys' massive arm reach up to grasp the golden cord. The tether, carrying energy from the Audra pillar to him, that also suspends your consciousness. Im blendenden Licht siehst du, wie Eotas einen massiven Arm nach oben streckt, um das goldene Seil zu ergreifen, das Energie von der Adrasäule zu ihm transportiert und auch dein Bewusstsein in der Schwebe hält. Was soll das heißen? The sun will yet rise, Watcher. You need only wait for its light to come. Die Sonne wird wieder aufgehen, Wächter. Du musst nur warten, bis ihr Licht kommt. Aethys yanks on the golden cord, pulling it from his back. The cord tears into filaments that blacken and dissolve to dust. Without pause, he turns to resume his stride toward the distant pillar of Audra, shining on the boundless horizon. You hear the souls within him cry out for just a moment, before your consciousness is snapped away from them. Eotas zieht an dem goldenen Seil und reißt es aus seinem Rücken heraus. Das Seil zerfällt in Fasern, die schwarz werden und zu Staub zerfallen. Ohne hinzuhalten dreht er sich um und setzt seinen Weg in Richtung der am endlos Horizont leuchtenden Adrasäule fort. Du hörst die Seele in ihm für einen Moment noch aufschreien, bevor dein Bewusstsein von ihm fortgerissen wird. The in-between goes dark. For a second, you feel a mix of nausea and a sensation like spinning and falling. Then the moment ends. Your consciousness has returned to the Angwithin arena. The world is sideways, the Audra pillar upside down. You flinch at the feeling that you're standing on the ceiling. The disorientation overwhelms you and you collapse to your knees next to the luminous Audra pillar. Das Zwischenreich wird dunkel. Eine Sekunde lang fühlst du eine Mischung aus Übelkeit und einem Gefühl, als ob du dich drehen und fallen würdest.
Da ist der Moment vorbei, dein Bewusstsein ist in die engen Wiffen-Arena zurückgekehrt. Die Welt liegt auf der Seite und die Adrasäule steht auf dem Kopf. Das Gefühl, auf der Decke zu stehen, lässt dich zusammenzucken. Die Desorientierung überwältigt dich und du sinkst neben der leuchtenden Adrasäule auf die Knie. Previously dim and flickering, the pillar now glows with a strong and steady light. You touch the Adra again, but the chill and prickling sensations you felt before are gone, replaced with a comforting warmth, like the embers of a fire that has just lost its flame. Oh, wir haben wohl die Säule befreit. Die zuvor noch matte und flackernde Säule leuchtet nun in einem kräftigen und stehenden Licht. Du berührst den Adra erneut, aber statt der Kälte und Nadelstiche vor vorhin fühlst du nun eine angenehme Wärme, wie von der Glut eines eben ausgegangenen Feuers. Als du in die Welt zurückkehrst, spürst du eine Hand auf deinem Rücken. Es ist alles in Ordnung mit dir? Komm schon, wir haben dich doch gerade erst wieder zurückbekommen. Trotz deines tadelnden Tons siehst du wahre Besorgnis in Eddas Augen. Mir geht es gut, ja, ganz und gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn du dir nicht sicher bist, mache ich mir wirklich Sorgen. I've seen you commune with souls of the dead, but this looked altogether different. What happened? Ich habe dich bereits mit den Seelen der Verstorbenen Zwiesprache halten sehen, aber das Haar hat ganz anders ausgesehen. Was ist passiert? Sein Blick schweift auf den hell leuchtenden Adra. Ich habe Eotas gesehen und er hat mich gesehen. Tausende lebende Seelen waren in Eotas gefangen. Ich konnte ihnen nicht helfen. Eotas hat Fersengeld gegeben, als er mich gesehen hat. Er ist wohl doch nicht so hart, hm? Nachdem ich die Schneise des Schreckens gesehen habe, die Eotas hier zählt, bin ich entschlossener, den jeden aufzuhalten. Typisch, gerade wenn ich kurz davor bin, ein paar Antworten von einem Gott zu erhalten, wirkt er mich ab. Ja. They've got to employ their priest somehow. Oh, antireligiös. Aufgeregt schickt Zoti ihre Sichel vor uns zurück. Für irgendetwas müssen ihre PC ja gut sein. Er grinst spitzbübisch. What did Gon say? Is he gonna meet us? What do we do next? He charged you with a divine calling, didn't he? Just like he's done for me. Was hat Gon gesagt? Wird er uns treffen? Was tun wir als nächstes? Er hat dir eine himmlische Berufung verliehen, oder? Genau wie mir. Adolf summt zustimmend. Pflichtbewusst. Er ging in Richtung einer anderen Säule leuchtenden Adras. Das ist wohl, warum ich hier der Captain bin. Er bewegt sich zum leuchtenden Adra. Er ist hinter leuchtendem Adra her und wir werden ihn aufhalten, bevor er ihn erreicht. Ich habe mehr leuchtenden Adra auf seinem Weg gesehen, aber er sagte mir, dass ich ihm nicht folgen solle, dass etwas Wunderschönes kommen werde. Nehmen wir das erste. Wie schwierig kann es schon zu finden sein, irgendwo auf tausenden Inseln? I wonder what he's after and why he's been giving me these dreams. The things I've seen, they leave a mark on your soul. Ich frage mich, worauf er aus ist und warum er mir diese Träume gibt. Die Dinge, die ich gesehen habe, sie hinterlassen einen Mal auf der Seele. Trotz der warmen Luft reibt sie ihre Arme. I may not know what Gon's got planned for me, but clearly he wanted me to meet you. Ich weiß vielleicht nicht, was Gon mit mir vorhat, aber er wollte offensichtlich, dass ich dich treffe. Adolf nickt, dabei spielt er ein leichtes Lächeln um seine Lippen. Mhm. Wie steht meine Reputation? Stoisch habe ich jetzt auch. Was ich noch nicht habe, ist aggressiv, grausam und zwielichtig. Ich habe aber rational, leidenschaftlich, ehrlich, diplomatisch, grausam nicht, schlau. Gütig. Edda und Xoti kriegen Punkte. Also beziehungsweise er kriegt Punkte bei Xoti, also Edda. Die beiden haben noch gar keine Punkte und die beiden auch nicht. Was ist Adolf? Verantwortungslosigkeit mag er nicht. Er mag lieber Selbstständigkeit und Pflichtbewusstsein. Er mag nicht Leute, die zu stolz sind. Er glaubt fest an Führung, das ist gut. Und er mag keine Traditionen. Also er ist nicht so traditionell. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hm.
Inneres der Ruinen automatisch speichern. Ja, ich hätte nämlich eigentlich gerne versucht, die Seelen zu retten. Aber gut, da haben wir sicherlich beim nächsten Mal die Gelegenheit dazu. Oh, es sind schon 7 Rezepte verfügbar. Sprengstoffe. Ich könnte Funkenkracher oder Betäubungsbomben mit dem Zeug herstellen. Gut, schauen wir uns hier noch weiter um. Oder gucken wir mal ins Tagebuch. Ja, ich habe die gewaltige Ausgrabungsstätte erreicht. Sie dreht sich um irgendwelche Invitana-Ruinen. Die wuchtigen Fußabdrücke nach zu urteilen, muss Jotas hier vorbeigekommen sein. Dabei hat er sich nicht nehmen lassen, eine ähnliche Verwüstung wie in Kate Noah zu hinterlassen. Ich sehe mich besser mal um. Vielleicht kann ich herausfinden, worauf er aus war. Durch eine gewaltige Adrasäule im Inneren der Invitana-Ruinen konnte ich eine Verbindung zwischen Eotas und mir aufbauen. Mir ist es gelungen, einen Bruchteil meiner Essenz, die sich noch in ihm befindet, wiederzuerlangen. Doch Eotas kappte die Verbindung, bevor ich mehr tun konnte. Allem Anschein nach bezieht er Energie aus dem leuchtenden Adra. Wenn er auf diese Art seine Reise durch das Todesfeuer mit Energie versorgt, dann könnte mich der Fund weiterer Adrasäulen direkt zu ihm führen.